So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dead Space. Ja, da sind wir wieder. Ich habe ein kleines bisschen Pause gemacht, aber das soll uns nicht aufhalten und wir machen hier direkt weiter. Ja, ich hoffe mal, dass wir das Ganze jetzt gleich schaffen werden. Ich habe nämlich festgestellt eben, hey, so war ja ein bisschen was. Persönliches Logbuch von Dr. Chalice Mercer. Der Proband reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke und nicht zu vergessen, die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Kyle würde das sicher missfallen, aber ich erwarte dahingehend keine Probleme, da sich der gute Doktor mit dem Marker beschäftigt, als ob das jetzt noch was ausmacht. Er ist außerdem dem gleichen Wahnsinn wie der Rest der Kolonie verfallen. Erst gestern erzählte er mir, er hätte mit seiner Frau gesprochen. Nur dass Amelia Kyle schon seit Jahren tot ist. Mein Proband wird unruhig. Ups. Na gut, jetzt habe ich es leider gerade abgebrochen, aber ich meine, wir kannten das Ganze ja schon. Von daher ist es ja jetzt nicht so schlimm. So. Probe 9797 wird der chemischen Verbindung. Ja, wir hatten ja das letzte Mal das Problem, dass ich an böse gestorben bin. Aber das Problem habe ich gerade eben mal in einem kurzen Vorlauf gelöst. Das war's, Isaac. Gelöst. Jetzt musst du nur noch das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle. In Gottes Plan empfangen Sie Ihren Untergang. Ausfall der Lebensalterungssysteme auf der Krankenstation. Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja. Wie gesagt, ich war diesmal leider so fies und bin einmal vorgelaufen. Damit ich nicht gleich wieder so ziemlich so derbe krepier, sag ich mal. Und mich total blamier. So. Die werden wir jetzt einfach mal so abschütteln. Denn im Prinzip geht das tatsächlich am schnellsten, habe ich mal festgestellt. Ich hoffe nur, wir werden die ganze Sache dadurch auch überleben. Ich habe nämlich jetzt auch kein Medikit mehr. Na gut, wir haben noch 6 Schuss. So. Hier hatten wir nämlich letztes Mal ein Problem. Ich habe versucht zu kämpfen, was eine ziemlich saublöde Idee war, habe ich festgestellt. Und diesmal werden wir es einfach so machen. Wir werden einfach mal durchlaufen. Und hoffen, dass wir im Endeffekt am Ende ankommen. Hier war auch noch irgendein Viech. Na komm, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Hier ist ja glücklicherweise ein Shop, der rettet uns jetzt einfach mal den Arsch. Ja, ihr habt's gehört. So klasse, super geht's uns heute nicht. Und es ist unglaublich, aber wahr, wir müssen tatsächlich mal ein Medikit und sowas kaufen. Deswegen werden wir jetzt mal 2 kleine Medikits holen und Energieknoten können wir jetzt nicht gucken. Wo haben wir denn? Plasma-Energie. So, jetzt sind wir zumindest mal wieder ein bisschen besser ausgestattet und wir werden jetzt gleich auch mal wieder speichern. So, haben wir gelernt. So, jetzt noch mal nachladen. Jetzt stelle ich fest, es war keine so tolle Idee, die ganze Kohle für irgendwelche Scheiße auszugeben. Na komm, mach die Tür auf. Ich hasse es ja, wenn es dunkel ist.
mehr Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Hydrostation ins Schiff eingedrungen ist. Von da an ließ die Luftqualität nach. Der Überlebende nannte sie Leviathan. Leviathan haben wir schon mal gehört. Hey. Immer mal wieder was anderes und schon immer mal wieder auch was Neues gelernt. Ja, wir könnten jetzt unseren Energieknoten opfern, um da reinzukommen. Die Frage ist, ist das allerdings so sinnvoll? Aber wir gucken jetzt mal wieder in die Werkstatt. Ich meine, da waren wir, ich glaube, in der letzten Folge auch schon. Und ich glaube, wir wollten an den Rig oder wollten wir an den Plasma-Cutter. Ja, wir können die Kapazität erhöhen. Das Tempo. Ich glaube, wir werden mal, oder werden wir den Schaden erhöhen? Ich glaube fast, wir werden mal so dreist sein und die Kapazität erhöhen. Ich glaube fast, das ist am sinnvollsten. Mich wundert es ja gerade noch so ein bisschen, dass wir keiner Sau begegnen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das persönlich nicht so unbedingt das gute Zeichen. Bei niemandem zu begegnen ist auf jeden Fall erst recht nicht gut. Können wir aufmachen? Ha, da haben wir einen neuen Energieknoten. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Finale Mischung beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Hoffen wir mal, dass das Gift wirkt. Geh zurück zur Monorail-Station und dann so schnell wie möglich hoch zu den Hydrokulturen. Ich habe immer noch keine Antwort von Hammond, also sei vorsichtig. Keine Ahnung, wie verseucht das Deck ist. Ich fange an, Ihre Einstellung zu bewundern, so deplatziert sie auch sein mag. Ich glaube, Sie sollten ihn sehen, den ganzen Plan. Sie sollten das kollektive Bewusstsein nicht verschmähen. Sie verdienen es, zumindest Zeuge zu werden. Ich mag nicht, was da auf mich zukommt. Ich mag das wirklich nicht. Können wir mal sagen, was hier heute mit den Türen los ist? Oh, eine Speicherstation. Super, speichern. Plasmaenergie, Plasmaenergie. Ich habe mich noch nie so über Plasmaenergie gefreut. Credits und yeah, Plasmaenergie. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Wir haben mittlerweile 16 Schuss quasi in einem Magazin bei unserem Plasma-Cutter. Da lässt sich auf jeden Fall schon was mit anfangen. So, ja. Monorail. Ihr wisst wahrscheinlich alle, was das bedeutet. Monorail bedeutet quasi gleichzeitig auch. Vielleicht werden Sie jetzt verstehen. Mein Werk muss fortgesetzt werden. Wird fortgesetzt werden. Ich, Dr. Chalice Mercer, werde als Katalysator zur Rettung unserer Spezies dienen. Diese Exemplare werden mit mir zur Erde zurückkehren und ich werde ihre göttliche Pracht auf den ganzen Planeten verbreiten. Ich überlasse Sie jetzt meiner Schöpfung. Fügen Sie sich dem Unausweichlichen. Thank you.
ich mir gerade, wo ich überhaupt hin muss. Komm durch. Hoffentlich war das das Letzte, was wir von diesem Ding gesehen haben. Ich konnte Mercers Sicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorail-Station, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit. Ja, das hoffe ich auch. Ja, wir haben das Vieh endlich besiegt. Und ich meine, es war ja jetzt auch nicht so schwer. Okay, ich gebe es zu, das Ding hat mich, das ist mir tierisch auf den Sack gegangen. Und so wie ich das sehe, ist da vorne unsere Monorail-Station. Gucken wir uns vorher noch mal ein bisschen um. Hier liegt bestimmt ein bisschen Zeug rum. Ja, Credits. Kann der bitte mal aufhören, so rumzuatmen? Also ich meine, er soll nicht ganz aufhören zu atmen, aber so ein bisschen zumindest. So, das war dann Kapitel 5. Oder 6? Ja, Kapitel 5. Ja, wir wollen unseren Fortschritt speichern. Logbuch der Hydrostation, Dr. Elizabeth Cross. Ich bin erfreut zu berichten, dass wir derzeit auf knapp maximaler Kapazität arbeiten. Die Flora ist gesund und gedeiht und die verzehrbare Ernte hat mehr als erwartet abgeworfen. Ich wollte den Überschuss zur Kolonie bringen lassen, aber der Kisten hat ein Flugverbot verhängt, mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin. Alle wissen, dass es dort unten Probleme gibt und ihnen unseren Überschuss zu verweigern, wird daran auch nichts ändern. Ja. Ich möchte ja nicht auf diese Leichen schießen, aber ich werde ja quasi dazu benötigt. Kleines Medipack, das finde ich super. Ja, ich hasse diese kleinen Mistviecher. Impulsenergie. So, da haben wir die Klos. Anscheinend scheint so ein Klo hier auf der Station jedenfalls mal nicht so eine besonders sichere Art zu sein. Wieder so ein langweiliger Aufzug. Ja, diese langweiligen Aufzüge. Wie schon sagte, langweiliger Aufzug. Was haben wir denn jetzt noch in unserem Inventar? So ein kleines Medipack haben wir nicht. Hier haben wir noch ein paar Gold, Luftkanister, Impulsenergie. Energie für die Laserkanone.
Bewässerungsphase eingeleitet. Oh, hab ich das Ding gerade erschreckt. Jetzt habe ich natürlich gerade nicht lesen können, was für eine Feder wir... Feder. Was für ein Schema wir hier aufgerufen haben. Isaac, wie schön, Sie lebendig zu sehen. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, Sie sind es, die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von Ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond! Ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Isaac? Ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager, aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschottung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. So. Ich will ja nicht großkotzig wirken oder ähnliches, ne? Aber spricht man das Ganze nicht Leviathan?